geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserer MyTeam-Karriere hier in F1 22. Wir sind heute beim 10. Rennen der 4. Saison. Jetzt musste ich gerade kurz überlegen. Und zwar in Zandvoort beim großen Preis der Niederlande. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die nochmal abzuchecken. Das war vielleicht die beste bisher, wenn ich das selber so behaupten darf. War ein unfassbar geiles Rennen in Spa. Und ich hoffe, dass wir heute an die Leistung anknüpfen können. Auch wenn ich nicht davon ausgehe, Zandvoort ist eine total andere Strecke. Deshalb wird das heute wahrscheinlich wieder eher zurück in die Realität gehen. Aber die Realität ist mittlerweile auch, dass unser Auto echt ganz gut ist. Dass wir auf jeden Fall konkurrenzfähig sein können und auf jeden Fall um Punkte mitfahren können. Das wird heute das große Ziel sein. Ich bin mal gespannt, was Jensen, unser neuer Teammate, hier so auf die Reihe bekommt. Der war im Qualifying ganz gut. Dann im Rennen kam da aber überhaupt nichts. Das war wirklich richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so seine Performance war. Hoffentlich nicht. Im besten Fall hatte er irgendein Problem mit seinem Auto, welches ihn daran gehindert hat, irgendwie mehr auf die Reihe zu bekommen. Ich schaue gerade, können wir hier zwei Upgrades hinbekommen? Das sieht ganz gut aus, oder? Und die würden beide auch noch wahrscheinlich dann vor Monza ankommen, vor dem nächsten Rennen. Ja komm, dann machen wir das doch. Und das wird uns sogar in der Chassisabteilung so an Red Bull ranbringen, würde ich mal vermuten. Da sind wir dann wirklich schon ganz vorne mit dabei, wenn die beiden Upgrades denn da sind. Ah, das Große kommt auch erst nach Monza, sehe ich gerade. Ja gut, so ist das halt, oder riskieren wir halt eine schnelle Entwicklung? Das könnte man natürlich auch machen. Ja komm, die Karriere ist gerade so gut zu uns. Vielleicht gönnt die auch ein schnelles Upgrade. Ich bin gespannt. Ah, Regen im Qualifying soll uns erwarten. Weiß ich nicht, ob ich da so ein Fan von bin, aber das wird nur so ein ganz kurzer Regen. Somit betrifft er uns gar nicht. Im besten Fall, es regnet halt kurz in der Session. Dann sitzen wir das in der Garage aus und fahren im Trockenen auf die Strecke. Oder es regnet wirklich eine ganze Session über. Das wäre dann halt eher schwierig. Im Regen ist die Pace nämlich nicht da. Das hat man zum Beispiel in Österreich ganz gut gesehen. Boah, hier im Entwicklungsverlauf sieht man übrigens ganz gut, wie sehr wir aufgeholt haben. Die Teams ganz oben haben eigentlich schon länger nicht mehr riesig geupgradet. Und dann kamen wir in Spa halt mit diesem gigantischen Sprung durch die zwei ultimativen und das große Upgrade auch noch. Und das hat dann diese Leistung beim letzten Mal auch ermöglicht. Oh ja, das war für eine erste Runde in Q1 schon sehr, sehr gut. Zum allerersten Mal beenden wir gleich eine Quali-Runde als Rennsieger hier in dieser Karriere. Na gut, so ein besonderer Moment ist das aber auch wieder nicht über die Linie. Und dann sind wir zwischenzeitlich auf Position 4 vor unter anderem TikTim im starken Haas. Das ist nicht schlecht. Und könnte möglicherweise sogar schon genug sein. Es soll am Ende der Session, wenn normalerweise die meisten nochmal rausfahren, nämlich schon regnen. Deshalb sind wir echt, glaube ich, ganz gut dabei. Fast zeitgleich mit Albon. Okay, das ist dann wiederum nicht so toll, dass der in dem schwachen Williams so nah an uns rankommt. Wo war Jensen? Wow, 18 langsamer. Okay, das ist ein bisschen erstaunlich. Warten wir mal ab, wie das aussieht, wenn alle eine Zeit gesetzt haben. Und dann sieht das nämlich schon gar nicht mehr so toll aus. Noch wären wir drin in Q2, aber nur gerade so. Es reichen allerdings 1-2 Zehntel Verbesserung, um in die Top 10 zu kommen. Oh ja, das sind sogar ein bisschen mehr als nur 1-2 Zehntel. Richtig solide Runde. Das Auto fühlt sich wirklich mega gut an. Es ist nicht ganz so schnell im Vergleich zu den anderen wie in Spa. Aber das war auch, wie am Anfang schon erwähnt, nicht unbedingt zu erwarten über die Linie. Und somit verbessern wir uns wirklich bis in die Top 10. Und gerade jetzt fängt es an zu regnen. Oder habe ich mir das eingebildet? Und das ist natürlich vor allem für den Mann, der da gerade aus der Box kommt, überhaupt nicht toll. Ich hoffe, Jensen kann hier nochmal eine Runde rauszaubern. Ansonsten, boah, wird das ein enttäuschender vorletzter Platz. Auf jeden Fall schaffen wir es weiter auf dem 10. Platz. Sehr, sehr gut. Das war das mindeste Ziel, es hier in Q2 zu schaffen. Drugovic im langsameren Alpine ein bisschen schneller. Aber was heißt hier schon langsamer? Das ist, ja, die Autos sind so identisch. Das ist wirklich der pure Wahnsinn. Wo hat es Jensen denn hingeschafft? Der hat sich tatsächlich nochmal verbessert. Und ja, das ist scheiße. Das ist scheiße. Da will ich ihn jetzt auch nicht zu sehr in Schutz nehmen.
Die Abstände sind halt klein. Das ist die einzige Entschuldigung. 2 Zehntel schneller und der wäre hier irgendwo mehr oder weniger in unserem Bereich. Aber die 2 Zehntel konnte er nicht finden und somit ist das schon echt enttäuschend. Der wird unter anderem von Albon geschlagen und Williams ist wirklich schlecht. Das sieht man ja an Latifi. Der ist 1,2 Sekunden hinter Tsunoda. An der Stelle auch Props an Albon. Der holt da viel, viel mehr raus, als eigentlich gehen sollte aus diesem Auto. Nicht so toll. Gefühlt war das die unsauberste Runde am heutigen Wochenende. Zu Beginn der Session waren auch noch Intermediate-Bedingungen. Somit musste jeder jetzt am Ende raus und da eine Verbesserung hinlegen. Die gelingt uns aber nicht wirklich, beziehungsweise keine gute Zeit. Startplatz 16. Aber mehr verdient man sich nicht mit so einer Runde. Das Feld ist so nah beieinander. Da dürfen solche kleinen Fehler, auch wenn es wirklich nur kleine sind, einfach nicht passieren. Waren wir denn immerhin nah dran? Nicht mal das. Eine halbe Sekunde hat gefehlt auf Ocon. Echt bitter, Mann. Da haben wir es gerade jetzt, wo es drauf ankam, nicht zusammenbekommen. Die Pace, also, ja, das ist immer so schön, das zu sagen, bringt nichts. Aber es hätte mit einer optimalen Runde reichen können für Q3. Eine 1.10.7 hatten wir nämlich vorhin. Das ist ermutigend und zeigt, dass wir ein Auto haben, um hier heute um Punkte mitzufighten. Aber leicht wird das natürlich nicht von Startplatz 16 aus auf so einer Strecke. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lando Norris startet von der Pole Position und Charles Leclerc steht auf P2. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Ricardo, Sainz, Pierre Gasly und Russell, Bottas, Verstappen, Joe und Kevin Magnussen, Hamilton, Drugovic, Mick Schumacher und Schwarzmann, Ocon, der Habicht, Daniel Ticktum und Alexander Albon, Stroll, Button, Tsunoda und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Wenn wir uns wieder so auf unseren Topspeed verlassen können, wie schon in Belgien, dann kann das auch hier heute in Zandvoort sehr spaßig werden. Aus der Steilkurve heraus auf Start und Ziel. Da werden dann einige Manöver möglich sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir genauso schnell auf der Gerade sein werden. Warum denn nicht? Gibt ja keinen Grund dafür. Leider gibt's ja halt nicht so viele, so lange Geraden, wie das in Spa der Fall war. Das Benzin stellen wir noch ordentlich runter. Strategie, Soft Medium, ja, dagegen kann man nichts sagen. Schneller geht's nicht und wenn das schon so vorgeschlagen wird, dann machen wir das natürlich und gehen auch schon direkt in die Einführungsrunde hier in Zandvoort. Wir haben heute eine harte Aufgabe vor der Brust, wenn wir zum erst dritten Mal in dieser Saison Punkte holen wollen. Die ersten beiden Punkteplatzierungen waren ein dritter und ein erster Platz. Das ist auch irgendwie so ein Saisonverlauf, den man sich nicht ausdenken kann. Aber ich freue mich auf das Rennen und hoffe, dass endlich mal wieder ein Top-10-Ergebnis möglich ist. Weil was heißt endlich mal wieder? Wir haben es beim letzten Mal geschafft, aber es wäre schön, es heute wieder zu schaffen. Starts sind immer so eine Sache hier in Zandvoort. Die Strecke ist verdammt eng und wir haben schon das ein oder andere Mal Kollisionen in dieser zweiten Kurve erlebt, da wo es so rechts dann reingeht in die Steilkurve hinein. Da gibt es häufig mal Berührungen. Da müssen wir auf jeden Fall wachsam sein, nicht dass es uns da heute erwischt. Das würde das ganze Rennen zunichte machen, das ist klar. Wenn Punkte heute drin sein sollen, dann muss alles nahezu perfekt laufen. Ansonsten wird das nichts. Erstmal geht es jetzt aber hinein in die Startposition. Hoffentlich klappt das wie immer ganz ordentlich. Oh ja, das war sogar richtig gut. Ja.
ganz netter Start. Im ersten Moment sah es sogar so aus, als könnten wir Ocon ein bisschen ärgern. Das war dann allerdings doch nicht möglich, aber alles gut. Wir haben noch keine Position verloren und haben vor allem noch keinen Schaden davongetragen. Da vorne gibt es jetzt schon direkt so eine enge Situation in dieser Kurve, die ich angesprochen habe. Drugovic hat da, glaube ich, eine Menge Glück gehabt, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir versuchen jetzt Ocon zu ärgern, außen in der Steilkurve, das klappt nicht so ganz. Und hier im ersten Sektor kann man leider auch nicht wirklich überholen. Naja, ich glaube, das wäre zu wahnsinnig, da innen reinzugehen. Solider Start, aber es wäre schon cool gewesen, ein, zwei Positionen hier gut zu machen. Die erste Runde ist ja aber noch nicht ganz vorbei und wir kommen jetzt in unseren besten Streckenteil, in die Steilkurve und dann auf die Start- und Zielgerade. Schön mit dem ERS auf Überholen hier durch und dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt auf Start und Ziel aussehen wird gegen Ocon. Ja, das hat so ein bisschen was von Spa, nur dass diese Gerade natürlich um Welten kürzer ist und somit müssen wir da näher dran sein. Oh oh, eben habe ich es noch angesprochen, dass es ziemlich wahnsinnig wäre, hier zu überholen. Und das ist es auch, aber wenn es geklappt hätte, wäre es ein cooler Move gewesen. Oh, leider sind wir hier aber stark, schaffen wir es immer sehr nah an Esteban dran zu bleiben. Vielleicht jetzt diesmal außen, innen hat das in der letzten Runde nicht funktioniert. Das wäre fast noch krasser und es klappt erneut nicht. Mann, wir müssen uns unbedingt zu Beginn von Start und Ziel in eine Position bringen, aus der wir Esteban angreifen können. Hier im Mittelsektor, hier kann man nicht überholen. Wir sind zwar nicht langsam, halten da gut mit, das ist echt eine solide Pace, aber das bringt für ein Überholmanöver gar nichts. Oh ja, das ist vielleicht mal eine Position, um angreifen zu können. So nah dran waren wir an dieser Stelle schon etwas länger nicht mehr. Oh ja, das muss jetzt zumindest mal den ersten Versuch geben gegen Esteban. Hier in dieser Kurve ist die Außenseite gar nicht mal so schlecht. Ich vermute mal, dass der sich da verbremst hat. Zum Glück ist aber alles gut gegangen. Eieiei, da hätten wir uns auch Schaden zuziehen können. Aber alles in Ordnung. Und wir sind endlich mal vorbei. Selbes Spielchen jetzt gegen Schwarzmann und Drugovic da vorne. Und ich habe das Gefühl, dass das halbe Video sich irgendwie auf Start und Ziel abspielen wird. Da ist einfach die meiste Action zu erwarten. Außer Ocon kann jetzt kontern hier mit dem DRS. Aber nee, unser Topspeed stimmt wieder. Da hat sich zu Spa nichts geändert. Nur die Strecke hat sich geändert. Und zwar leider gewaltig. Schwarzmann, oh, scheint mir ein bisschen schneller zu können als Drugovic. Riesenverbremser jetzt auch vom Brasilianer. Oh, das wird spannend. Das hat die Start- und Zielgerade jetzt mächtig spannend gemacht. Gut, durchkomme hier durch diese Kurve, was gar nicht so leicht ist, aber das klappt ganz in Ordnung. Im besten Fall können wir uns jetzt beide schnappen. Vor allem Drugovic wird natürlich gar keinen Topspeed haben. Und an Schwarzmann kommen wir auch richtig gut rangeschossen. Jetzt ist Philippe hier allerdings so ein bisschen im Weg, weshalb wir nicht ganz so spät bremsen können. Rad an Rad mit Robert Schwarzmann im Alfa Romeo. Den schnappen wir uns außen in Kurve 1. Sehr, sehr schöner Move. Let's go. Jetzt geht's voran. Drugovic sollte leichtes Fressen für uns sein, weil der nicht das DRS hat und das auch nicht bekommen wird in nächster Zeit. Zumindest nicht, bevor wir vorbei sind. Das hat alles Hand und Fuß heute. Gefällt mir wirklich gut. Schade, dass wir im Qualifying in Q2 keine gute Runde hinbekommen haben. Sonst wäre es natürlich auch im Rennen ein bisschen leichter geworden. Nun erleben wir zum ersten Mal DRS gegen kein DRS hier auf der Gerade. So besonders nah dran sind wir nicht mal, aber ich vermute fast, dass das schon reichen könnte, obwohl es knapp wird. Wir werden uns wieder vorbeibremsen müssen in Kurve 1. Netterweise verteidigt Drugovic aber. Ich glaube ehrlich, wenn er das nicht gemacht hätte, hätten wir fast keine Chance gehabt, da innen nämlich so reinzustechen. Das hätte ich mich nicht getraut. Aber außen kann man immer schön mutig sein, weil man dann nicht Gefahr läuft in den Gegner. Ey, zu untersteuern. Wo lenkt denn der dahin? Lass doch Platz da innen. Das war ein bisschen unnötig von Felipe, wie ich finde. Können wir uns denn immerhin durchsetzen? Rad an Rad hier mit Fullspeed. Ja, das geht aber gut. Oh Mann, der Unterbodenschaden wird nicht helfen, aber der ist zum Glück nur minimal. In den nächsten paar Runden wird sich entscheiden, ob wir schnell genug sind für Punkte oder nicht. Können wir die Lücke zu Schumacher und Hamilton schließen, die schon ziemlich groß ist, oder eben nicht? Wenn nicht, dann sieht es nicht gut aus, weil die schon ziemlich weit vor uns sind. Boah, die Reifen sehen schon gut mitgenommen aus. So eine Soft Medium ist gar nicht mal mega entspannt auf dieser Strecke. Aber ich gehe davon aus, dass
die meisten diese Strategie probieren werden. Und dann müssen wir das auch tun. Dann wäre denn der Stop geplant in Runde 13. Oh, dann wisst ihr was, kommen wir jetzt am Ende von 11 rein. Etwas früher als geplant. Die Pace gefällt mir absolut nicht mehr auf diesen so abgenutzten Softreifen. Und so bekommen wir den kleinen Undercut auf die Jungs vor uns. Obwohl die natürlich zu weit weg sind, um da dann vorbeizukommen. Aber wir können uns hoffentlich durch den etwas früheren Stop ein wenig lösen von der Verfolgergruppe. Freie Fahrt werden wir nämlich haben. Und zwar sowas von. Unser Teammate kommt nur eine Runde später rein, aber er ist auch der Einzige aus unserem Bereich. Es waren viele weitere drin, aber die sind innerhalb der Punkte irgendwo unterwegs. Oh oh, das war hier gegen Button ein bisschen knapper, als mir lieb wäre. Der ist nur 1,4 Sekunden hinter uns. Ich weiß nicht, wo er vorhin war, aber ich glaube weiter weg. Aber klar, da spielen natürlich auch immer diese Reifen-Warm-Up-Probleme eine Rolle, die wir jetzt schon hinter uns haben. Eine Runde nach Jensen kommen auch viele weitere an die Box und wir haben eine gelbe Flagge in der ersten Kurvenkombination. Ein Safety Car wäre jetzt natürlich nicht gerade das Geilste für uns. Wie viele können wir uns denn schnappen von denen, die hier drin sind? So ziemlich alle, denke ich, oder? Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Hier stellt irgendjemand sein Auto ab. Kevin Magnussen, das ist eine geschenkte Position. Platz 15 jetzt. Dafür, dass alle die gleiche Strategie anpeilen, sind die Stops hier ganz schön verteilt. Nun war aber jeder drin und wir bleiben auf diesem 12. Platz, auf dem wir auch vorher waren. Aber zumindest konnten wir die Lücke nach hinten ein bisschen ausbauen. Leider sind wir nicht näher rangekommen an Schumacher und Hamilton. Und Jensen, deshalb war der so nah an uns dran. Der hat hier ein bisschen gezaubert. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Der ist auf einmal 14. Oh lol, lila erster Sektor jetzt wie aus dem Nichts. Wir sind allerdings schon in Runde 23. Es passiert nichts. Wir sind nicht schnell genug, um vorne ranzukommen, sind aber schnell genug, um Ocon auf Abstand zu halten. Wer weiß, vielleicht gibt's vorne noch ein wenig Action, zwei DNFs oder ein Safety Car oder irgendwas, was uns nochmal in die Nähe der Punkte bringt. Von alleine schaffen wir das nicht. Boah, die Rundenzeiten sind aber super konstant. Seit wir auf die Mediums gegangen sind in Runde 12, waren das nur 1,12er Zeiten. Heftig. Leider bleibt das erhoffte Chaos in diesem Rennen scheinbar aus und somit läuft alles auf diesen 12. Platz hinaus, aber ich bin dennoch sehr zufrieden, vor allem dieser zweite Stint, das war vielleicht der beste der Karriere. Ich möchte mich auch gerade nochmal konzentrieren, weil ich glaube, dass immer noch keine Runde langsamer war als 1,12 irgendwas seit dem Boxenstopp. Das ist wirklich der pure Wahnsinn gewesen. Leider war halt sehr wenig Action dabei, weil die Lücke nach vorne zu groß war und weil die Jungs auch zu schnell waren. Die konnten sich absetzen. Da hatten wir keine Chance, aber hatten immerhin die Autos hinter uns voll im Griff. Und somit bin ich zufrieden. Es ist halt immer ein bisschen so unbefriedigend, zufrieden zu sein und keine Punkte zu haben. Aber so ist das Auto aktuell. Das war eine starke Leistung heute. Come on. Und ich bin mir sicher, dass wir auf Strecken, die dem Auto mehr liegen, auch wieder weiter vorne mitmischen können. Wie zum Beispiel schon in Monza beim nächsten Mal. Hä, warum wird Leclerc den Fahrer des Tages? Der ist Zweiter gestartet, ist als Zweiter ins Ziel gekommen, weit hinter Lando. Ich finde, da hätten wir uns eher angeboten. Wir haben 4 Positionen gut gemacht, immerhin Jensen sogar ganze 6. Also der war nach einem sehr schlechten Qualifying sehr stark hier im Rennen. Ganz umgekehrt also, wie beim letzten Mal in Spa.
wer weiß, vielleicht bekommt er beim nächsten Mal beides auf die Reihe, das Qualifying und das Rennen. Und dann können wir ordentlich was von ihm sehen. Der war echt gut im Rennen, war nicht weit weg von uns, hat den Abstand da auch konstant gehalten. Also damit kann man zufrieden sein. Ich möchte jetzt echt mal kurz, wo sieht man das denn? Ich möchte die Zeiten sehen. Rennleitung, genau, hier können wir das angucken. Dieser zweite Stint, das ist vielleicht der beste der Karriere. 1.12, 1.12, 1.12, 1.12, ja, da ist keine einzige Zeit mit irgendwie 1.13 dabei oder so. Das ist unfassbar. Somit hatten wir in 24 Runden oder so keine mit irgendwie einem kleinen Fehler, kleinen Verbremser oder gar nichts. Das ist eine Mega-Konstanz und darauf müssen wir auf jeden Fall aufbauen. Heute war echt nicht mehr drin. Das war, wow, da war auch keine 12.9 dabei oder so, ne? Das sind alles so mittlere 12er-Zeiten. Krank, wirklich. Da bin ich selber gerade ein bisschen verblüfft. Das ist wirklich der Wahnsinn. Kaufen kann man sich davon nichts, klar, aber ja, man muss irgendwie das rausholen, was halt drin steckt. Und das haben wir heute definitiv getan. Es gab auch, es gab zwei. Drugovic ist auch ausgeschieden. Nee, ich glaube nicht, dass der ausgeschieden ist. Eine schnellste Rennrunde von 58 Sekunden halte ich jetzt auch nicht so für realistisch. Was denn da passiert? Also Magnus und DNF haben wir mitbekommen, aber Drugovic, der müsste eigentlich ins Ziel gekommen sein. Oh, was ist das schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Moment mal. Das müssen wir uns da angucken können. Also ich habe es echt nicht mitbekommen, dass der irgendwie ausgeschieden ist. Ist er doch auch nicht, oder? Nee, der hat alle 36 Runden beendet. Ah, und in der letzten fährt er dann aber mal innerhalb von 8 Sekunden den letzten Sektor und wird deshalb als DNF gewertet. Okay, interessant. Schade, dass der nicht vor uns war. Sonst hätten wir noch eine Position geschenkt bekommen. Aber so ist das halt. Die Fahrer-WM sieht jetzt so aus. Lando führt da weiterhin ziemlich souverän. Und wir haben nach wie vor die Chance auf, ich würde realistisch sagen, Platz 8, vielleicht ein bisschen mehr als das, je nachdem, was zum Beispiel in Monza beim nächsten Mal geht. Da habe ich echt eine Menge Hoffnung in dieses Rennen. Wenn wir ähnlich gut sind wie in Spa nämlich, wenn das Auto ähnlich gut ist, dann wird Monza der pure Wahnsinn. Und es erwarten uns ja sogar noch zwei Upgrades vor diesem Rennen. Ah, oder auch nicht. Eines schlägt nämlich fehl. War das mit der schnellen Entwicklung oder das andere? Vermutlich war es das mit der schnellen. Na, schade, aber das Risiko sind wir natürlich bewusst eingegangen. Kommt das denn trotzdem noch vor Monza an? Nein, leider nicht. Schade, aber ja gut, so ist das. Das war klar, dass das passieren könnte. Hoffentlich kommt immerhin das andere an und dann gehen wir mit einem Auto nach Monza, welches immer noch ein bisschen hinter den Spitzenteams ist, aber welches halt voll ausgelegt ist auf Highspeed. Da sind wir richtig gut und es gibt keine größere Highspeed-Strecke als Monza. Deshalb bin ich echt sehr gespannt, was dort so gehen kann. Hoffentlich dort dann wirklich zumindest mal wieder Punkte. Wir haben immer noch nur zweimal Punkte geholt und das war halt ein dritter und ein erster Platz. Echt krass. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Und ciao.